Moin und herzlich willkommen zu X4. Wir haben mit unserem Zerstörer der Sühnenklasse ein wenig aufgeräumt. Die Xenon aus verschiedenen Sektoren vertrieben. Beispielsweise befinde ich mich hier aktuell, also auf dem Zerstörer, und zwar im Sektor Hatikvas Entscheidung. Den haben wir auch einmal freigemacht. Und auch hier. Genau. Ja, man kann sehen, hier sind ein paar Xenon gewesen. Und ja, wir haben zum einen die ganzen Großkampfschiffe der Xenon zerstört, sprich die Xenon K und I. Und natürlich auch jede Menge Kleingetier, also die ganzen Korvetten und Jäger und so weiter, vernichtet. So, dadurch konnte ich. Ja, wir bleiben in der Außenansicht. Das ist eigentlich ganz nett. So. Dadurch konnte ich zum einen Hatikvas Entscheidung 1 wieder freigeben. Hier sind auch schon die einen oder anderen Frachter durchgesaust von mir. Natürlich gibt es hier jetzt immer noch ein paar, ne? Aber hier sieht man sogar noch ein paar Cars und so weiter. Aber es ist jetzt nichts mehr, im Moment, nichts mehr, was meinen großen Frachtschiffen oder meinen irgendwie gefährlich werden könnte. Das gleiche gilt für, jetzt muss ich gerade mal gucken, Getsufu, ne? Allerdings bauen die da jetzt schon wieder eine Verteidigungsstation auf. Da werde ich also irgendwann mal wieder hin müssen. Ansonsten ist das Ganze hier auch befreit. Wir haben hier immer noch ein paar Patrouillenkreuzer von den Argonen. Leider nicht, nur der. Drei Stück noch. Aber die reichen fürs Erste auch. Und in der Leere ist tatsächlich wieder ein K-Edge erschienen. Hier sind sie gerade wieder am Einfallen. Wobei auch hier haben wir noch Patrouillenzerstörer, die dann hier wahrscheinlich gleich auf die Jagd gehen werden. Also nicht wir, sondern die Argonen. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben, beziehungsweise ich habe alleine offscreen in der Zeit ein wenig Geld ausgegeben. Wir sehen, wir haben noch 7,8 Millionen, aber ich hatte auch die Möglichkeit, trotzdem ein wenig Geld auszugeben. Und zwar für einen Okinawa-Transporter, den ich mir jetzt bei den Terranern gekauft habe. Und ich habe nicht nur das gemacht, ich habe den quasi auch direkt befüllt. Wie man hier sieht, ne, die Kapazität. Ich habe hier schon mal Metallmikrogitter, Siliziumkarbid und Computroniksubstrat gekauft. Das reicht bei weitem noch nicht für alle meine Stationen, aber es reicht, um das Schiff einmal rüberzuholen und bestimmte Dinge fertig zu machen. Und dafür werde ich das Schiff jetzt einfach mal hier hinschicken. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, das Ding könnte sogar fertig sein. Obwohl. Vielleicht auch nicht. Na doch. Da wird scheinbar nichts benötigt. Ich muss doch nochmal gucken. Wie sieht's hier aus? Hier wird nichts benötigt, das Ding ist fertig. So, das heißt, wir haben jetzt auch hier Siliziumkarbidmühlen, um eben nicht nur Siliziumscheiben herzustellen, sondern auch Siliziumkarbid durch das Silizium. Genau, das heißt, wir können mit dem Transporter direkt einmal hier rüber. Dahin. Um
und bei unseren anderen Stationen weiterhelfen. Da würde ich jetzt mal anfangen mit dem... Eigentlich Sonnenkraftwerk, aber da habe ich ja noch was anderes vor. Das Fliegen fliegt doch erstmal nur dahin. So, wie sieht es ansonsten hier aus? Ja, es sind wieder einige Kaak aufgetaucht. Hallo, guten Tag. Eigentlich war dieses Gebiet schon relativ gut befriedet durch meine ganzen Schiffe da drin. Aber, genau, die sind mal wieder hier unten in der Ecke zugange. Ja. Naja, die werden schon noch sich um die Kaak kümmern. Und ganz ehrlich, wenn das Ding kaputt geht, kann ich halt eine eigene Administrationsstation da drin aufbauen. So ist zumindest meine Hoffnung. So, genau. Wir fliegen gerade dorthin. Wir haben so ein paar illegale Sachen aufgenommen. Ich denke mal, wir versuchen die da einmal kurz zu verkaufen. Das ist ein Energiehändler, der kauft jetzt hier einmal Energiezellen bei uns ab. So, ist noch etwas passiert? Ich glaube nicht. Doch, wir haben unseren, wie heißt denn das Ding noch, unseren Schlepper verloren. Genau, aber ja. Ich würde tatsächlich kurz mal was anderes gucken wollen. Das Schiff hier bei denen, was man da kaufen kann. Wobei gibt es noch bei XL irgendwas bei denen? Das Konzessionsschiff, das hässliche. Und hier gibt es die Teuta. Und bezüglich der Teuta würde ich gerne einmal etwas nachgucken. Erreiche System Argon Prime. Schiffe. Andere. Schwer. Teuta. Was ist denn die Teuta für ein Schiff? Was ist das für ein Typ? Für dich das Schiff. Was bedeutet das? Drohnen. Für den Drohnen. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Naja, okay. Das kümmert sich also größere Schiffe. Zerlegt diese. Das heißt, wenn ich das Ding bauen würde. Quatsch, ich habe hier ja... Nicht? Doch. Ich habe hier ein Layout und es gibt hier was. Baudrohnen. Baudrohnen? Kann das Ding bauen? Wir haben hier draußen etwas gefunden. Okay. Pause. Okay. Einmal beanspruchen bitte, wenn möglich. Wo zum Teufel war das? Mal kurz gucken, ob ich... Ach, Leute! Wo war noch das Logbuch hier unten, ne? Antiquas Entscheidung. Warte mal, das ist ja hier. Enterkapsel. Und wohin? Im Grunde das gleiche Schiff wie das, was ich da gerade habe. Mal gucken, in welche Richtung die Interkapsel losfliegt. Hier entlang. Ach so. Ah, ich habe es total falsch gelesen. Hätte mich auch sehr gewundert. Ich habe gelesen, dass es eben eine Inkarkatura, dass sie da irgendwo herrenlos ist. Aber es ist tatsächlich hier eine PE, sprich ein Xenon-Schiff. Aber jetzt nehme ich natürlich auch. Fliegt das Ding einmal nach Hause, beziehungsweise einmal zur Reparatur.
Gut. Oh, wir haben sogar schon aufgenommen. Würde ich sagen, Argon Raumlock. Und dann reparieren. Reparieren. Und ansonsten. Servicemannschaft. Und dann nochmal neu lackieren in Rot. So, ich müsste doch eigentlich noch so ein Ding irgendwo haben, aber das habe ich glaube ich. Die habe ich glaube ich irgendwo einquartiert, ne? Hier im Hauptquartier zum Beispiel. Das kann das sein. Angedockte Schiffe. Ja. Okay. Dann benenne ich das mal gleich. Gut. Xenon PE 2. Erreiche System. Atikvas Glaube. Ich wollte gerade sagen, warum sind hier so viele Gegner, aber das sind die blöden Kahak. Bin gespannt. Die da jetzt auch bekämpfen muss. Ich denke mal nicht. Was kommt da? Eisunionsschiff. Das Ding ist sogar schon. Ist das schon hier? Oh, schnell. Sogar schon repariert. Gut, dann einmal zum Hauptquartier und bitte andocken und warten. Könnt ihr nochmal gucken, das passiert zwar auch irgendwann automatisch, aber ich guck mal, ob es schon wieder Geld gibt, was ich mir holen könnte. Ja, das Ding hat 3 Millionen. Hier gibt es 1 Million. Okay, das überweist du so immer gleich. Und das wird noch nichts produziert. Ja, am liebsten schon mal wieder eine Corvette kaufen wir hier, ne? Aber eigentlich brauche ich das Geld ja auch, um meine Station mal auszubauen. Ich grüße Sie. So, was fehlt hier zum Beispiel noch? Okay, das hätte ich, glaube ich. Ah, 2200. Siliziumkarbid habe ich, glaube ich, nicht dabei. Bin mir jetzt nicht sicher. Also davon abgesehen, dass der Transporter natürlich auch überhaupt erstmal ankommen muss. Lindwurm. So, das Ding fliegt auch aus gutem Grund dahin. Denn ich hatte ja vor,
Moment. Wo ist es? Zu probieren, ob ich ein Konstruktionsschiff klauen kann. Natürlich würde ich nicht das nehmen von den Terranern. Die Terraner sind, glaube ich, Stufe 22 bei mir. Was den Ruf angeht, was sind sie? Also die Pioniere sind auf jeden Fall 16. Und die sind auf 22. Das heißt, da fehlen quasi nur 3 Level, damit ich nicht mehr die komplette Ausstattung von denen beziehen kann. Natürlich bei den Pionieren, ja, habe ich zum einen 6 Level Zeit sozusagen, die ich verlieren kann, bevor etwas Schlimmes passiert. Und selbst wenn, reicht mir eigentlich die eine Fraktion. Wobei die dunklen Uniformen finde ich irgendwie cooler als die weißen. Passt halt besser zu meinem Schiffsdesign. Aber wir gucken jetzt gleich erstmal, ob wir das ganze Material verkaufen können, was wir eingesammelt haben durch die Zerstörung der Zähnen. Fliegen dann gleich nochmal weiter. Erreiche System Nopileus Memorial. So, und dann. Was soll das? Soon. Wie weit ist denn jetzt mein Truppentransporter? Der kommt hier an. Okay, das heißt, dann ist ja gleich hier. Einmal rüber und dann kommt er. So, für den Fall, dass nicht, können wir noch die Korvette rüberholen. Die parken wir mal da. Und brechen den Befehl ab. Oder überlebt das schon? Dann komm mal rüber. Oh. Xenon Großkampfschiff mal wieder in der Leere. Das da. Das ist doch schon bekannt. Warum der Alarm? An der Station. Freihafen. Kyushu. Das Ding würde ich mir dann gleich gerne holen. Das heißt, ich werde mich gleich hinter das Schiff setzen und die Antriebe zerstören. Und dann muss ich aufpassen, das heißt, gespeichert werden muss auf jeden Fall. Ich will das Schiff natürlich nicht zerstören. Und ich würde tatsächlich einmal versuchen, das mit dem Schiff hier zu machen. In der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht als mit der Nemesis. Wobei, eigentlich richtig lange dauert, trotzdem ist es ja auch nicht. Bereite Andocken vor.
Bestätigt. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Bei dem Schiff habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich es wirklich zerstöre. Bringen Sie uns rein. Ist denn so immense Feuerkraft? Ja, mein aktuelles Flaggschiff. Ich könnte natürlich auch einfach mal ein Schiff drauf landen, ne? Wobei, da würde ich mir tatsächlich so ein super teures Schiff von den Terranern nehmen. Das ist ja, glaube ich, nur ein S drauf, glaube ich. Also, nur sehen, die Docks. Wahrscheinlich doch ein M und 40S. Das muss man doch vorstellen. Guten Tag. An welcher Stelle müsst ihr denn docken? Ach, da. Kommen Sie! Schneller! Wieder angedockt? Oder bewegen wir uns noch? Ne, wir bewegen uns nicht mehr. Dann haben wir noch einen Platz. Dann... Gucken, ob ich hier schon was handeln kann. Nö. Das heißt... Stehen. Sir. Dann wollen wir mal... Da, wo ist denn das Penthouse Sicherheitsbüro? Natürlich das letzte. Jetzt gucken, ob ich hier noch ein bisschen was erstellen kann. Das hier zum Beispiel. Okay, das war auf jeden Fall Mehrwert. Dann stellen wir die einmal hier, das ist auch Mehrwert. Zinser. Jetzt ist die Frage, kriege ich den Zinser irgendwo anders auf dem Schiff auf? Neues in der Lehre oder ist es das gleiche? Ist immer das gleiche, ne? Ja. Mir fehlt hier eine Sonde. Kann ich helfen? Bitte sehr. So, kaufen wir mal ein bisschen was ab. Das kann weg. Das kann weg. Eigentlich alles weg. Ich möchte alles weg haben. Die Sachen natürlich nicht. Die Sachen schon. Thank you.
So, da ist der Sensorantrieb jetzt aber nicht dabei, ne? Ja. Split wünschen Ruhm und Ehre. So, dann gucken wir mal. Wo sind die anderen Schiffe? Okay, der ist gleich kaputt. Und der Truppentransporter ist auch da. Hat sogar ein paar Schilde verloren. Wahrscheinlich durch die Karp, oder? Alter, was ist denn hier? Was geht hier ab? Na gut, dann teleportieren wir mal darüber. Nemesis, Angreifer. Dann machen wir mal was Verbotenes. Wieder eine halbe Million bekommen. In Kalkatura, Angreifer. Kyushu. Man könnte mit dem Schiff eigentlich mal ein bisschen schneller, ne? Gucken wir mal. Nee, so. Scannen Sie, wann immer Sie wollen. Oh ja. 150 Crew, okay. Ja, ein bisschen was habe ich auch. Ihr Handel ist immer. Verteidigungszone. Schildgenerator. So. Nein, ich will erstmal die Schilde regenerieren. Schildgenerator. Okay.
die Waffen überhitzen. Könnten wir schon mal die anderen Geschütztürme wegmachen. Kyushu, Schildgenerator. Wie viele Waffen hast du noch da unten drunter? Du brauchst einen Geschützturm. Der Ball läuft weg. Kyushu. Schildgenerator. Kyushu. Schildgenerator. Okay, das heißt, der hat jetzt Schildgeneratoren. Frage, wenn ich jetzt meine Schiffe schon losschicke. Wir werden beschossen. Wir versuchen es diesmal ein bisschen früher. Normalerweise hole ich die Schiffe jetzt sehr, sehr weit runter. Triebwerk. Diesmal versuchen wir es. Schildgenerator. Wo meine ganzen wieder ran. Schildgenerator.
Fraktionen ist schon lächerlich, ne? Also wenn man das anderen Fraktionen mietet, kostet das gerade mal 50.000 Credits. Wir werden beschossen. Jedes Mal, wo man es anheuert. Aber man kann eigentlich auch dafür sorgen, dass eine Station nie wirklich fertig wird und dann bleibt dieses 15-Schiff ewig da. In jedem weiteren Bauabschnitt, den man dazu nimmt, wird das dann mitbauen, solange man eben nicht alle fertig macht. Bleibt das immer da stehen. Baut immer weiter, wenn man dann erweitern möchte. Für einmalig 50.000. Wenn man sich das kaufen würde, das kostet etliche Millionen. Das rechnet sich jedenfalls so schnell nicht. Dass ich es reparieren muss, keine Ahnung. Mal schauen, wie teuer das wird. So, dann schickt mal eure Enterkapseln. Kyushu. Soon. Muss ich doch ein ganz aufmachen. Der Feinde aber inaktiv. Verteidigungsdrohne. Ja, schon wieder so viel. Wir werden beschossen. Die Frage ist, wo ist es wieder ein einzelnes? Also, was hier passiert. Kontakt, bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Kontakt, bereiten Höhlendurchbruch vor. So, wenn das Ding repariert ist, dann dürfte das hier meine Station fertig bauen. In Kalkator, Angreifer. Schilder regenerieren hier. Da hat er wahrscheinlich weggeboostet. Soon. Mal wieder. Kyushu. Nein, könnte ich ja. Das Schiff so weit heilen lassen, ne? Es sieht nicht so aus, als wenn er abhauen wollen würde. Es sieht eher so aus, als wenn er seinen Auftrag weitermacht. Etwas hat uns getroffen. Ja, doch, jetzt Triebwerk. Schade. Ich will das Triebwerk mal abgelassen. Rums. So, dann nimmt mal ein. Ich will dieses Schiff haben.
sieht es eigentlich aus mit dem Ruf? Schon sehr gelitten? Eins. Das ist ja lächerlich. Können wir fast die Teladi auch nochmal hierher rufen zum Bauen? Etwas hat uns getroffen. Das Schiff auch nochmal holen. Elefant oder wie das Ding heißt. Könnte ich wahrscheinlich schon, ne? Finden wir uns hier. Wahrscheinlich, genau, brauchen wir ein neues Konstruktionsschiff. Das andere will komischerweise nicht mehr für uns bauen. Kann ich gar nicht verstehen. Dann gucken wir mal, ob die... Gibt gerade kein Split. Split wollte ich haben. Nö. Kein Split-Schiff. Oha. Die Mammuts, die finde ich jetzt nicht so toll. Dann haben wir uns noch einen Albatros. Von den Teladi. Gucken wir nochmal ganz kurz. Tel 22. Wenn das auch nur einen Sympathiepunkt kostet, dann so what. Kyushu. In Karkatura, Angreifer. Die In Karkatura kann eigentlich schon mal. Weiteren Schaden zufügen. Muss den Schaden zufügen, ja. Na gut, dann mache ich das. Kyushu. Etwas hat uns getroffen. Wobei. Moment. Das dürfte doch damit viel, viel schneller gehen. Durch die Hülle. Wachsam bleiben!
Der ist so langsam, der hat tatsächlich den Befehl, darüber zu fliegen, aber... Erbitte ja. Erlaubnis zum Undock. Undock-Erlaubnis erteilt. Mann, Mann. Schön auf den Antrieb achten. Wobei, wenn die erstmal drin sind, kann das Ding eigentlich auch auf und davon, dann wäre es eigentlich nicht mehr so dramatisch. Dann könnte ich lieber weiter reparieren, damit es für mich günstiger wird. Triebwerk. Aber macht's Sinn, wenn ich so... Stellen Sie sich für das Feuer ein. Kyushu. Weggehauen. Kann uns. Krag. Wie weit seid ihr? Immer noch da drin, okay. Da dran. Schon so viele verloren oder was? Bitte verschonen Sie unser Leben. Machen wir es noch ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, sehr easy, ne? Xenon in Argon Prime. Was ist denn Argon Prime? Argon Prime ist hier. Oh. Ja, das wird nicht überleben. Keine Chance. Dürfte eigentlich auch das hier deutlich schlechter geworden sein, ne? Der ist immer noch bei 15. Okay, das verstehe ich doch nicht. Da kommen ein paar Leute raus. Umso weniger muss ich an Bord töten. Und umso weniger verliere ich. Oh, was haben die denn für Leute an Bord? Ah, okay, sehr, sehr viel Servicemannschaft. Triebwerk. Bitte verschonen Sie unser Leben.
Kyushu. Nicht, solange meine Leute nicht drin sind. Könnten in der Zwischenzeit aber schon mal, weil wir ein bisschen Geld haben, für das hier, ja. Nee. Für unsere eine Station schon mal hier einen Manfredo-Schlepper besorgen. Das ist alles soweit gut. Das Nötigste, Service Crew. Okay, zur Einkaufsliste. Zwei Stück. Bestellung bestätigen. So, dann schicken wir die aber noch zu den Terranern und setzen da die besseren Schilde drauf. Lithiumfabrik. Ich brauche ein Update. Durchbruch steht bevor. Komm dann rein da. Rein, rein, rein. Ist die Hülle schon wieder so hoch? Das gibt's ja gar nicht. Hören Sie bitte auf! Los, Bewegung! Sie können angreifen. Was ist denn jetzt drin, ne? Greife an! Eigentlich nix. Okay. Ich brauche ein Update. Ein Team dann arbeitet daran, die Abwägung zu den Kaak. Falle zurück! Irgendwo, dass er das wieder aufnehmen soll. Feuer eröffnen. Ich dachte, das kriege ich irgendwo anders gesehen zu haben.
hier auch nicht. Setzen Kampf fort. Na gut, dann. Dann glaube ich nur das entfernen, ne? Dann genau, fliegt er wieder los. Ich brauche ein Update. Müssen wir nur aufpassen, dass er nicht da angreift. Oh, das ist natürlich, wenn der jetzt hier durch abhaut. Ich brauche ein Update. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Könnte natürlich sein, dass der von meinen Patrouillen gleich platt gemacht wird. Schwerer Widerstand. Wie viele Leute haben die denn noch? Lagerbericht. Setzen Kampf fort. Ein Marinesoldat noch. Lagebericht. Dann muss ich das Schiff leider stoppen. Ich arbeite daran, die Abriegelung zu umgehen. Ich brauche ein Update. Holen wir sie uns. Ja, trifft noch nicht. Feuer eröffnen! Kyushu. Lagebericht. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung. Ah, es können schon so viele Schüsse sein. Bitte, verschonen Sie unser Leben. Lagebericht. Ja. Feuer eröffnen. Den Antrieb stoppen. Feuer eröffnen. Lagebericht. Das Ding explodiert gleich. Nein, tut's nicht. Machen Sie es bitte nicht. Ich brauche ein Update. Setzen Kampf fort. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Triebwerk. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Rakete im Anflug. Gefahr. Was? Der Kommandant ist tot. Die schießen uns hier zusammen. Rakete im Anflug. Gefahr. Geschützturm. Wir erleiden schwere Verluste. Gefahr. Die Geschützturm repariert. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Wir erleiden schwere Verluste. Tut mir leid, Sir, wir haben es nicht geschafft. Gefahr. Fehlgeschlagen. Das habe ich ja noch nicht gehabt. Anton. Über. Starten. Kapsel gestartet. Unterwegs zum. Wachsam bleiben. Das habe ich wirklich Kontakt. Noch nie gehabt. Bereiten Höhlendurchbruch vor. So stört es jetzt nochmal so lange. Kontakt. Bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Kontakt. Bereiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Kommandant, was ist der Status? Wir arbeiten uns durch die Hülle. Wachsam bleiben. Eieieiei, okay.
Da würde ich jetzt aber mal sagen, dass ihr da nicht so lange drauf warten müsst. Pausiere ich mal die Aufnahme, bis wir durch sind. Bis gleich. So, sie sind wieder drin. Ich habe gedacht, ich mache doch vorher schon mal wieder an. Können wir gemeinsam beobachten, was da passiert. Setze Gefecht fort. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Minuten wir jetzt schon wieder vergangen sind, weil exakt derselbe Prozess nochmal durchgemacht werden musste. Falle zurück. Sagen. Ich weiß gar nicht, ob es hier sich aktualisiert, aber tut es. Lagebericht. Setzen Kampf fort. Ich brauche ein Update. Das Ding explodiert gleich. Das ist ein Schild mehr. Kann man auf jeden Fall sehen, der hat nur noch Service Crew. Das Ding explodiert gleich. Schickt Unterstützung. Ich brauche ein Update. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Ich glaube nicht, dass wir es zur Brücke schaffen können. Er wird einen Abbruch. Es wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Kyushu. Lagebericht. Wir gucken das an. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Ach, ist hier auch nahbar. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. So, Handel mit Paula. Setze Gefecht fort. Ich kann keine Frachtdrohnen zu führen. Das ist schlecht. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Lagebericht. Holen wir sie uns. Damit handeln? Nö. Lagebericht. Ach hey, dann. Setzen Kampf fort. Ist eigentlich hier, der hat, ne? Wir erleiden schwere Verluste. Achso, warte mal, ist ja auch egal. So, ja in die Richtung. Das, was der braucht, ne? Wir erleiden schwere Verluste. Sagen Sie ihm, dass sie sich zurückziehen sollen. Der Kommandant ist tot. Sie schießen uns hier zusammen. Eieiei, tun die sich schwer. Wir kämpfen uns durch. Das geht nicht. Schwerer Widerstand. Ich brauche ein Update. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Dann machen wir es halt da rein. Falle zurück! Habe ich denn keine Drohnen an Bord? Holen wir sie uns! Warte mal, das ist ja auch totaler Quatsch. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Jetzt habe ich keine Drohnen. Wir erleiden schwere Verluste.
Ich glaube nicht, dass wir es zur Brücke schaffen. Erbitten Abbruch. Ah! Folgen Sie mir. Alter, brauchen wir. Holen wir sie uns. Hätte ich euch doch noch ein bisschen mehr Pause lassen sollen. Falle zurück! Holen wir sie uns! Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Ja, genau. Wir werfen uns durch. Schwerer Widerstand. Lagebericht. Setzen Kampf fort. Schon sehr, sehr aufwendig, ne? Aber ich denke, wenn die Dinger ja hier bauen. Schiffe, wir nicht alles durch. Schwerer Widerstand. Täuscht. So, und dann kostet der schon mal nur der Rumpf. Darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Ohne Antriebe, ohne irgendwas. Sagen schon Sie ihnen, 21 dass sie sich zurückziehen sollen. Minimalen, damit es fliegen kann. Na gut, sind es immer noch. Wir wurden darüber informiert, dass 23,3 Millionen. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Und da hat er nicht mehr Schilde oder so. Das reicht jetzt. Abbruch, zurück zu den Kapseln. Nein. Nix Abbruch. Alter, die... Juhu! Großartig! Ein Truppentransporter. Ist der wieder voll? Ja. Schicken wir ihn schon mal wieder hier rüber. Wer weiß. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Setze Gefecht fort. Ich brauche ein Update. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Falle zurück! Das ist doch Wahnsinn. Na ja, die sind natürlich gut, ne? Also, es ist eine Servicemannschaft, aber dafür gut ausgebildete Servicemannschaft. Lagebericht. Das Ding explodiert gleich! Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Holen wir sie uns. Wir erleiden schwere Verluste. Immer noch 19. Das reicht jetzt. Abbruch. Zurück zu den Kapseln. Ah! Folgen Sie mir. Verstärkungen angekommen. Folgen Sie mir. Wo sind denn meine beiden? Holen wir sie uns. Manticore, da. Die habe ich nämlich einmal losgeschickt. Gebaut und losgeschickt zum Aufrüsten mit besseren Schilden, wobei die bringen tatsächlich jetzt nicht so mega viel mehr. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Die gehen ja... Genau. Lagebericht. Ja, gut. Falle zurück. Prozentual ist das schon viel.
30% mehr Schilde. Setze Gefecht fort. Na komm. Kyushu. Das kann doch nicht so schwer sein. 17. Feuer eröffnen. Triebwerk. Bitte verschont sie unser Leben. Oh, warte nicht. Das ist die Frage, was machen wir noch? Es wird natürlich gleich ein bisschen was kosten, den zu reparieren. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Ich glaube, ich möchte einmal das Schiff hier ausprobieren. Uns wurde mitgeteilt, Alter, ein Angriff wäre durchführbar. Weiß nicht, kann ich sie mir locker? Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Auch da habe ich tatsächlich die Drohnen vergessen. Ein Update. Das Ding explodiert gleich. Dann machen wir das. Eieiei. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Folgen Sie mir. Uns. Ich würde bestimmt bei dem einen bleiben. Brauche ich gar nicht erst durchnummerieren. Ich brauche ein Update. Das Ding explodiert gleich. 13. Lagebericht. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Wir erleiden schwere Verluste. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Der Kommandant ist tot. Die schießen uns hier zusammen. Der Kommandant ist schon länger tot. 12. Ein Angriff scheint gut, haben wir das auch. Dann zu haben. Gucken wir mal hier. Zumindest aktuell kann ich kein Großkampfschiff der K ausmachen. Der K. Wir haben mehrere 10, Bereiche gesichert. Rücken vor. Ich brauche ein Update. Da ist schon wieder ein I. Setze Gefecht fort. Heißt, man kommt da eigentlich schon bald wieder nicht mehr durch. Feuer eröffnen. Also Kurve 2 widersteht ja nicht. Klasse. Die Sühne ist natürlich nicht schlecht. Das Ding explodiert um gleich. Da kümmern. Ja, mal schauen. Ist möglich, dass wir dann irgendwann wieder da hin müssen. Setzen Kampf fort. Kyushu. Noch 9. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Okay, der Truppentransporter ist da. Mit der Zahl der Fälle. Der Kommandant ist tot. Sie schießen uns hier zusammen. Tut mir leid, Sir. Wir haben es nicht geschafft. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Das
reicht jetzt. Abbruch. Zurück zu den Kapseln. Ah. Triebwerk. Kyushu. Triebwerk. Wir haben mehrere Bereiche gesichert. Rücken vor. Wir haben mehrere Bereiche gesichert. Rücken vor. Ist sogar die Frage, ob man den nicht einfach verstärken lässt. Verstärkungen angekommen. Und dann mal gucken, was das bringt, den zu verkaufen. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Ich brauche ein Update. Setze Gefecht fort. Ich brauche ein Update. Holen wir sie uns. Ja, relativ ruhig geworden. Ich brauche ein Update. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Brauchen die lange? Das kann nicht wahr sein. Lagebericht. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Okay, sind die beiden gleich da? Dann kann ich die aber auch der Station gleich noch zuweisen. Hier ist die Frage, wie lange wird der noch gebaut? Setze Gefecht fort. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Sechs. Der Kommandant ist tot. Die schießen uns hier zusammen. Ich hab dir jetzt verloren. Ein Angriff scheint nur geringe. Es gibt ja kaum noch Kark. Geschützturm. Kyushu. Folgen Sie mir. Brauche ein Update. Setzen Kampf fort. Das Ding explodiert gleich. Da haben wir noch 9 Crew. Hier drin sind es noch 4. Lagebericht. Hey. Holen wir sie uns. Widerstand ist noch 4. Stimmt, der 9. ist der Captain. Ich brauche ein Update. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Spiel 130 Marines gekostet. Das Ding explodiert gleich. Eden, Angreifer. Greift nicht an. Kämpft uns durch. Schwerer Widerstand. Tut mir leid, Sir. Wir haben es nicht geschafft. Es wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Raketen hat er wohl verschossen, aber daran erkennt man auch noch sinnlos Raketen eigentlich sind. Die haben ja überhaupt keinen Schaden gemacht. Setzen Kampf fort. Triebwerk. Also zumindest nicht hier gegen den Zerstörer. Hören Sie bitte auf. Kyushu. Brauche ein Update. Das Ding explodiert gleich. Noch eins. Ein Enterwiderstand. Holen wir sie uns. Ich brauche ein Update. Falle zurück.
Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Ja, ja, ja! So, das war's. Endlich. Informationen. Wir machen mal dich zum Captain. Dann kamen die Leute von hier, das heißt Crew transferieren. Die ganzen Rekruten wieder rüber. Der transferiert mal hier ein bisschen Servicemannschaft rüber. So, und dann kann der losziehen. Und sich Servicemannschaft wiederholen. Dann kannst auch du losziehen. Ebenfalls dahin. Das existiert alles noch. Das ist wunderbar. Baudrohnen. Naturdrohnen. Frachtdrohnen. Keine Verteidigungsdrohnen. So. Crew. Machen wir auch mal so. Ne, wir machen nur 10. Ich bin noch nie geändert worden. Und die Reparatur, die kostet natürlich 5 Millionen. Schicken wir mal los, sobald es kann. Was würde das Schiff bringen? 27. Natürlich erstmal reich, ne? So, was können wir jetzt noch tun? Hier wäre denn das Schiff. In dieser Station zuweisen. Zweites Schiff, wenn es dann soweit ist, werden wir dem Hauptquartier wieder zuweisen. Aber dann macht bitte erst seinen Auftrag fertig, ne? Hat er seinen Auftrag fertig gemacht? Keine Ahnung. So, jetzt ist die Frage, die Teuta, die ist auch bereit. Wie macht man das bei der? Wird die auch zugeordnet oder ist das ein eigenständiges Schiff? Das ist ein eigenständiges Konstrukt sozusagen. Das heißt, ich müsste hier gucken, der hat dann hier wahrscheinlich irgendwas mit. Okay, der könnte. Nein. Dann verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Wenn es nichts Spezielles zum Bergen gibt. Falls das jemand von euch weiß, sagt mir das gerne. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin würde ich sagen, geht er einfach hier rein und handelt für den Kommandanten.
Sehr schön. Und das Schiff kann erstmal da bleiben. Dann haben wir aber noch ein anderes Schiff, dieses hier, aber jetzt mit Frachtdrohnen ausgestattet. Das heißt, wir können jetzt hierhin zurück. Wir können jetzt mit dem Baulager handeln und können dem das geben, was der braucht. Ein bisschen Siliziumkarbid fehlt dann noch. Und da macht es keinen Sinn. Jetzt kein Baulager. Ja gut, wir wollen das Ding ja. Was der braucht an Bord. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir können ja hier gucken. Wo war's? Da. Nee, auch nicht. Da. Vielleicht braucht diese Station ja etwas. Nö. Ja, dann ist es ja relativ simpel. Dann werden wir zusätzlich noch die ganzen Sachen, die auch bisher nicht benötigt werden, werden wir dann da rein transferieren. Ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir dann diese Runde. Wir haben zwei neue Schiffe. Einmal. Oh, ne, wir nehmen schon unser Design. Nehmen das nochmal weg. Und dann. Machen wir das nochmal so. Genau, wir haben zwei neue Schiffe. Wir haben einmal ein Konstruktionsschiff erobert. Wir haben eine Teuta gebaut. Und ja, natürlich, wir haben noch zwei Manticore gebaut. Und jetzt geht's los, dass wir die Stationen ausbauen. Die Xenon haben wir vertrieben, auch wenn sie gerade, ich glaube, in Getsufune wieder ordentlich zuschlagen. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir da vielleicht denen wieder gemeinsam mit unseren Verbündeten quasi Einhalt gebieten müssen. Aber genau, das wäre was fürs nächste Mal. Eventuell müssen wir auch dann mal anfangen, da Verteidigungsstationen zu bauen, aber man sieht es ja an den anderen Stationen, uns fehlen einfach die Rohstoffe. Und die Geldmittel. Es sei denn, ne? Dieses wunderbare Schiff hier bringt ja 27 Millionen ein, wenn es repariert ist, wahrscheinlich noch deutlich mehr. Ich muss aber auch bedenken, das hat jetzt knapp, was waren das jetzt, 5, 6? Ich habe hier aufgepasst, Millionen in die Reparatur und Aufstockung der Drohnen und so weiter. Gucken. Eigentlich würde ich es aber gerne behalten. Ja. Genau. Wie immer, wenn euch diese Videos gefallen, lasst gerne ein Like da. Kommentiert auch gerne fleißig, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr machen würdet, was ihr für Tipps und Tricks habt. Und genau, falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.